Der Kran ist schon wieder kaputt. Mensch, passt bloß auf. Fall mir der ja nicht runter. Herr Schmidt, was ist denn jetzt eigentlich mit der Hubarbeitsbühne? Die sollte doch längst da sein. Eben wäre mir der Fischer fast von der Leiter gefallen. Ist was passiert? Ja, zum Glück nicht. Aber wir können uns ja nicht jedes Mal aufs Glück verlassen. Tut mir leid, das ist jetzt gerade ganz ungünstig. Wir sprechen da am Freitag drüber. Ich muss jetzt zum Flugplatz. Sind denn die Schutzbrillen da? Für die Lehrlinge, Sie wissen doch. Ja, Schutzbrillen, stimmt. Mach ich Freitag. Im Moment geht's nicht mehr. Wiederhören. Also ich sag's dem Chef jetzt schon seit Wochen, dass wir jedes Mal, wenn wir irgendeine Störung haben, einfach nur improvisieren können. Ich weiß. Er kommt halt einfach nicht mehr hinterher. Sie kennen ihn doch, er muss halt immer alles selber machen. Ist gut, Chef. Ja, ich geh's weiter. Bis später, wiederhören. Das war der Chef. Herr Schnoff, im Rückflug, der Auftrag der Salzburger Firma ist geplatzt. Ja, Mist. Den hätten wir richtig gut gebrauchen können. Mühldorf, Info Delta Echo Echo Romeo Mike. 1,5 Meilen südlich mit Brandgeruch im Cockpit und Triebwerksüberhitzung. Bitte Notfallmaßnahmen zur Landung. Ich will einen Notfall melden. Ein- und ausatmen. Da oben ist mir ganz schön anders geworden. Da habe ich noch mal Glück gehabt. Auf das Glück können Sie sich nicht verlassen. Wir sind auf solche Fälle gründlich vorbereitet. Herr Schmidt hat nach seinem Pannenflug erlebt, dass durch die perfekt aufeinander abgestimmte Aufgabenverteilung innerhalb der Feuerwehrtruppe die Notfallsituation beherrscht werden konnte. Dass diese Aktion erfolgreich verlaufen ist, hat eben nichts mit Glück oder Zufall zu tun, sondern damit, dass die Einsatzkräfte gut auf die Situation eingestellt und vorbereitet waren. Das Management des Feuerwehreinsatzes lässt sich in seinen Grundzügen auf den Arbeitsschutz im eigenen Betrieb übertragen. Sie als Unternehmer sind verantwortlich für Ihre Mitarbeiter. Mit welchen Methoden und Instrumenten Sie schrittweise eine Top-Organisation in Ihrem Unternehmen erreichen können, erfahren Sie nach diesem Film. Ich muss mich um diesen ganzen Arbeitsschutzkram kümmern. Wir haben da was von der Berufsgenossenschaft bekommen. Das könnte Ihnen helfen. Hier schon mal einige Ausschnitte. Chefsache heißt ja nicht unbedingt, dass der Chef alles alleine machen muss. Mit der Pflichtenübertragung beauftragen Sie Ihre Führungskräfte mit der Wahrnehmung von Arbeitsschutzaufgaben in eigener Verantwortung. Meine Herren, ich übertrage Ihnen hiermit einen Teil meiner Unternehmerpflichten. Ich möchte Sie bitten, das jetzt unterschreiben. Hey, die Arbeitsbühne ist da. Können wir die gleich benutzen oder gibt es irgendwas zu beachten? Da kümmert er sich drum. Wie jetzt? Ich dachte, Arbeitsschutz ist Chefsache. Sicher. Aber Chefsache heißt ja nicht unbedingt, dass der Chef sich immer um alles selber kümmern muss. Hm? Als Arbeitgeber sind Sie verantwortlich für den Arbeitsschutz. Eine Grundlage hierfür ist die Beurteilung der Gefährdungen in Ihrem Betrieb. Und machen eine Besichtigung. Gut. Also hier sollten wir zunächst einmal Messungen durchführen. Hier ist es auch wichtig, dass wir uns um die richtigen Hautschutzpräparate kümmern. Im Rahmen der heutigen Unterweisung wollen wir uns mit Sicherheit... Durch Unterweisungen sollen Ihre Mitarbeiter die Gefahren bei der Arbeit kennenlernen und sich sicherheitsgerecht verhalten. Was für prüfpflichtige Einrichtungen habt ihr denn hier im Betrieb? Kran, Ketten, Seile. Wir haben schon bei den Kranen. Sind die Daten erfasst, ist der Organisationsaufwand relativ gering und die Gefahr von Arbeitsunfällen wird deutlich verringert. Und nicht zuletzt werden störungs- und wartungsbedingte Produktionsausfälle vermieden. Also Baumann, Lorenz und Siebert. Das wären jetzt also die drei Teilnehmer fürs Kranführertraining. Also, da ist er. Gratuliere. Dankeschön. Freut mich, dass wir jetzt einen weiteren qualifizierten Kranführer in unserem Betrieb haben. So. Wir müssen darauf achten, dass wirklich die Mitarbeiter den Gehörschutz tragen. Oh ja, das ist mir aufgefallen beim Besichtigen, dass die nicht den immer drin haben. Herr Meierhofer, kümmern Sie sich bitte darum. Mensch, ich hab's ja schon ein paar Mal gesagt, setz den Gehörschutz auf, wenn die Mittelmaschine arbeitet. Also hörst du ja jetzt schon nichts mehr. Voraussetzung für wirksame Lärmminderungsmaßnahmen ist die Identifizierung der Lärmquelle.
Hierfür bietet ihnen ihre Berufsgenossenschaft spezielle Lärmmessungen an. Organisierter Arbeitsschutz kann ihnen auch deutliche Wettbewerbsvorteile durch Verhinderung von Ausfallzeiten, positive Auswirkungen auf das Betriebsklima sowie Vermeidung von Sachschäden bringen. Wir drücken dir die Daumen, dann klappt es diesmal mit dem Auftrag. Hoffentlich. Tschüss. Wiedersehen. Hi! Frau Fröhlich, was machen Sie denn hier? Ist was passiert? Ich dachte nur, dass es vielleicht von Vorteil wäre, wenn Sie für den Kundentermin Ihre Unterlagen dabei hätten. Meine Unterlagen? Oh, vielen Dank. Ich habe schon gedacht, in der Firma wäre was passiert. Geht ja gar nicht. Wir sind ja jetzt top organisiert. Da sollten Sie eigentlich den Kopf frei haben und in Zukunft selbst an Ihre Unterlagen denken. Ich verstehe schon. Sie denken, das läuft jetzt alles ganz gut ohne mich. Hm? Und wer kümmert sich darum, dass alles top organisiert ist? Sie, Chef. Klar. Wissen Sie was? Das Gefühl, alles sicher im Griff zu haben, gefällt mir.